Alles, alles Gute und ein großes Danke, dass alle Kollegen und Kolleginnen über diese vielen Jahrzehnte durchgehalten haben. In dieser schnelllebigen Zeit ist es schon was Besonderes, dass ein Regionalmedium 35 Jahre schafft, und ich wünsche allen Kolleginnen noch weitere, so viele gute Jahre. Ja, zum einen mal weitere 35 Jahre oder 37 Jahre, also muss ich mir die Zeit verdoppeln. Eine gute digitale Zukunft. Loyale Kunden, die weiterhin es möglich machen, dass wir dieses gute Produkt auch weiterhin am Sonntag an die Frau und an den Mann bringen, und einen bunten, kreativen, reichhaltigen Journalismus. Als Bürgermeister bin ich sehr gewohnt gewesen, immer zu Geburtstagen zu kommen, allerdings nie zu so jungen Teams, und ich freue mich einfach, dass ich heute mit dabei sein darf, mitfeiern darf. Was kann ich sagen? Das Team vom Grazer hat von Anfang an das Wichtigste gehabt, nämlich die Leidenschaft für Graz. Ihr habt mich begleitet, ihr begleitet die Stadt weiterhin. Werdet da nicht müde drin. Wünsche euch alles Gute zum Geburtstag, und gäbe es euch nicht, müsst man euch erfinden. Na, man wünscht dem Grazer zum 35. Geburtstag, dass es auf jeden Fall noch einmal so erfolgreiche 35 Jahre werden. Also insgesamt muss ich natürlich sagen, habe ich den Grazer sehr gerne, weil er regionale, aktuelle Informationen schreibt, und vor allem der Sport ist immer top aktuell. Und natürlich aber eine persönliche Bindung auch, weil ich natürlich den Goldi sehr gut kenne. Ja, in erster Linie freue ich mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind. Fast jeder ist der Einladung gefolgt, das macht uns schon stolz, natürlich für so eine Zeitung zu arbeiten. Und man sieht ja auch, man merkt heute und spürt richtig die Response, wenn man so will, die man ja sonst nicht so sehr spürt über Printmedium. Das ist schon wirklich fein heute. Also ich wünsche dem Grazer noch viele, viele erfolgreiche Jahre. Ich bin ein Fan des Grazers. Ich habe die Mannschaft lieben und kennengelernt. Habe Zeit mit ihnen verbracht, mehr vielleicht wie mit anderen in dem Unternehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Grazer wissen, von was ich spreche. Macht es weiter so. Ich finde es auch super. Und wir werden wieder ein gemeinsames Essen organisieren. Das Wichtigste, glaube ich, ist einfach das, dass wir so als Team des Grazers weiter tun, wie wir es in den ersten 35 plus 2 Corona-Jahren gemacht haben. Das ist das Hervorragende an unseren Produkten, an unserer Marke und an meinem Team. Wir brennen dafür und wir gehen mit Leidenschaft durch die Gegend, und so tun wir weiter, und das wünsche ich mir. Die Verbindung ist Rudi und Goldi, die zwei Legenden. Das gilt es zu betonen. Durch die bin ich, also es gibt einen ganz viel Wegbegleiter heute, aber die zwei gehören zu ganz, ganz wichtigen Wegbegleitern. Ohne die wäre ich nicht der Cook, wäre nicht Egon 7. Der Goldi ist quasi der Mann der ersten Stunde. Business Marathon ist von ihm, er hat uns zum Marathon geholt nach Graz, haben wir geschrieben den Song No Limits. Quasi jede Lebensstadt, er hat mich zu Sturm geholt, das ist eine Sturm Graz-Band geworden in seiner Zeit. Das heißt, ohne Goldi wären die ganzen Stationen, die ich durchgegangen bin, nie möglich gewesen, weil es war immer so wie ein Jojo-Effekt. Goldi war dort, Cook folgt. Ich habe schon als Schriftsetzer Zeitungen gemacht bei der Druckerei Leikam. Deshalb kenne ich die ganze Situation gut. Und an sich ist man natürlich als Bürgermeister auch mit den Menschen, die also Zeitungen herausgeben, auch in einer guten Verbundenheit. Und so gesehen bin ich gerne hergekommen. Der Grazer ist eine gute Zeitung. Er hat eine Vielfalt. Und was beim Grazer vor allem wichtig ist, es gibt keine Bösartigkeiten. Also gratulieren kann man mal zu einem außergewöhnlichen Team, das es immer wieder und fast jeden Tag eigentlich aufs Neue schafft, die Stadt zu faszinieren mit seinen Stories. Und es schafft die Leute in dieser Regionalität, weil das ist am Ende das, was die Leute bewegt, die Geschichten um sie herum mitnehmen kann. Und das ist etwas Schönes, und es freut mich total, dass hier top motivierte Mitarbeiter unterwegs sind, die, so merkt man das glaube ich schon, richtig viel Spaß an der Arbeit haben. In Graz wünsche ich dasselbe Leben wie bisher, weitere 35 Jahre oder eigentlich sind es 37. Es ist immer schwieriger geworden, man muss Mut haben, man muss Engagement zeigen, das hat dort geholt, ich bin seinem Team, ich bin Tobi. Es wird nicht leichter, aber wenn man kämpft, geht's alles.
Nun, dem Grazer wünsche ich zu 35 und 2 Jahren Geburtstag natürlich alles Gute, viel Erfolg weiterhin, auf dass es zumindest noch einmal 35 plus 2 Jahre werden, damit die Grazerinnen und Grazer weiterhin so vortrefflich informiert sind.